Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Hartwüstelweg und zwar die Südroute. Diese ist etwa 19 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Hallo Leute, wir sind jetzt etwa 2 Kilometer durch Schwiebelskirchen gelaufen und nun geht's endlich durch den Wald. Momentan laufen wir auch parallel zum Saar-Hochwaldweg. Momentan laufen wir durch Landsweiler Reden. Wir haben gerade einen Abstecher ins Prähistorium Landsweiler gemacht und haben dort eine heiße Schokolade getrunken. Nun geht's gewärmt wieder weiter. Da wir auf einer Waldautobahn sind, machen wir momentan sehr viele Kilometer. Thank you.
Wir sind jetzt noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir wieder am Auto. Die Tour von heute hat uns relativ gut gefallen. Vor allem hinten der Erlebnisort Rethen, die Halde dort sowie auch die Schachtanlage. Sehenswert. Dort gibt es auch einen Wanderweg, zum Beispiel den Panoramaweg Rethen. Ist auch zu empfehlen. Die Gesamtstrecke des Hartfüßlerwegs hat uns die Nordroute am besten gefallen landschaftlich. Die zweite, da kann man eher sagen, es waren definitiv Bergmannswege. Aber man kann ihn gehen und ist auch für Anfänger geeignet. Wenn euch diese Tour gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sowie über ein Abo freuen, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Wir haben gerade einen Abstecher ins Prähistorium von Landsweiler gemacht und haben dort eine heiße Schokolade gegessen. Ach, gegessen. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie du die gekauft hast. Wir waren gerade... Da ist momentan auf breiter Strecke... Ja. Wenn ich dich... Wenn ich... Oh, leck.